Herzlich willkommen zu Paper Mario Color Splash, meinem Lieblingsspiel zum 100% machen. Ja, machen wir wieder eine andere Intro, lol, lol. Hallo, ich bin Steffo, ich mache heute hoffentlich Paper Mario Color Splash. Bisschen was mehr, mit zu, näher zu den 100%. Mehr dazu gibt's aber später. Und ja, jetzt machen wir erstmal den letzten Boss, Anführungszeichen Boss, den letzten Schnick, Schnack, Schnuck, Kampf im letzten Turnier. Und ja, ich muss sagen, ich mag das Spiel immer weniger, ne? Also, fangen wir mal an. Hoppla, ich weiß wirklich nicht, mit welcher Karte du in Runde 1 rechnen musst. Naja, gibt Schlimmeres. Danke. Und... Herr Gegner, Runde 2 ist ein völlig unbeschriebenes Blatt. Tut mir leid. Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was das bedeutet? Genau. Es ist dann alles komplett Zufall. Es ist kompletter Zufall. Was wann ist, ne? Ach. Okay. Versuchen wir es mal. Hey, dann uns doch schnell nach Knuckles und teilnehmen möchtest, geht dich doch durch die Tür. Ja, ja. Willst du mitmachen? Ja. Hey. Juhu. Diese Arena hat viele fähige Streiter bekommen und gehen sehen. Doch übrig geblieben sind nur die Besten der Allerbesten. Was gleich hier abspielen wird, ist gewiss nicht so schwache Nerven, aber jeder Augenblick wird ein Moment für die Ewigkeit sein. Zelebrieren wir gemeinsam die Kunst von Stein und Stapier. Super, Schnick, Schnack, Schnuck. Danke. Die zum Bersten gefüllte Arena begrüßt ihre Schnuckstreicher. In der Ecke, in dieser Ecke, Mr. Maria, dessen Fingerfertigkeit einen ganzen Sport revolutionierte. Mario! Und in dieser Ecke ein glitzender Gladiator, an dem gegnerische Finessen wie Schmutzwasser abzuperlen scheinen. Silberner Shy Guy! Runde 1, Mario gegen den silbernen Shy Guy. Schnuckstreiter erwählt eure Karten. Nun, wie gesagt, alles kann, es ist wirklich 100% random jetzt. Finde ich nicht cool. Aber meinetwegen. Heißt, wir machen mal Stein. Juhu. Oh je, na vielleicht fast nächstes Mal. Ey. Lass mich mal reinbringen. Er kann mich gleich auch nicht mehr reinbringen, weil ich nicht mehr genug Geld habe. Ich habe erst nur noch 200 Münzen. Fuck. Dann halt mal Schere, I guess. Nun,
Dann machen wir jetzt erstmal anderes Zeugs. Weil. Ja. Wobei. Eigentlich das gerade auch doch schon noch. Na, wir können zumindest das eine erledigen, weil das ist doch in derselben Welt. Während ich den zweiten, einen anderen neuen den Farbstern hole. Und zwar Luigi. Wir wollen natürlich auch die ganzen Ausschnitte haben. Und da gab es da einen Punkt. Ich weiß nicht, ob wir den schon hatten, aber wenn wir den noch nicht hatten, dann lol. Das war hier drüben. Ah, den hatten wir schon. Okay. Ja, ich habe hier bei mir so eine Seite offen und da kann ich sehen, wo verschiedene Ausschnitte sind, weil die gehören natürlich auch noch zu 100%. Ich versuche zumindest, dazu kann ich übrigens jetzt auch mal zumindest was sagen. Ich werde versuchen, zumindest die Fahnen vorne, also die Fahnen bei der Stadt voll zu machen. Das Museum werde ich nicht komplett vervollständigen, weil die ganzen Gegnerkarten, die sind mir einfach zu viel. Ja, halt, das wird hier sehr wahrscheinlich auch mein letzter Part sein von Paper Mario Color Splash. Lol, ist auch lang genug gewesen, das Projekt. Hoffentlich dann, irgendwann, ab nächste Woche ist dann hoffentlich auch das nächste Projekt schon wieder. Ich weiß noch nicht, welches Spiel das sein wird. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was für ein Spiel ihr Bock hättet. Weil ich habe mich dann noch nicht entschieden, was ich spielen werde. Ja. Und dann werden wir mal gucken, was ist, was wir machen werden. Aber ja, wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare, worauf ihr Bock habt. Genau. Jawohl. Dein Gewinn für das Bestehen von Runde 1. Juhu, da habe ich jetzt zumindest wieder 1000 Münzen. Juhu. Weiter geht's mit Runde 2. Hier ist die Ecke. Mal schauen, ganz goldig, doch sein Mangel an Selbstvertrauen tut das absolut keinen Abbruch. Go, 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 go. Goldener Shy Guy. Juhu. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ich rate einfach. Ich meine, es ist sowieso Zufall. Wenn ich jetzt wieder Papier nehme, weil unbeschreibendes Blatt. I see. Bleib bei Stein. Jawohl! Mario, Runde 2, gewinnen. Auch nur. Waren es nicht mal mehr Münzen, die man gewinnt? Like, irgendwas mit irgendwie 1000, 2000 und dann. Ich weiß es doch nicht. Der selbsternannte König von Schere, Stein, Papier steht kurz vor seiner Entthronung. Wie wird er sich dieser misslichen Situation entwinden? Meister Schnuck. Runde 3. Mario gegen Meister Schnuck. Schnuck strahlt der Welt eure Karten. Juhu. Ich hoffe einfach auf den Gewinn. Bitte. Ich habe Schere genommen. Ein Unentschieden, mentale Anspannung, ja und so weiter. Weiter, los geht's, ja los, weiter so zwei. Jawoll! Yeah, Mario! Ey, das ist unglaublich. Meister Schnuck wurde geschlagen von Mario.
Oh mein Gott. Das ging ja sogar noch. Du hast das Turnier gewonnen und hältst damit einen großen Sack. Außerdem gibt es eine neue Karte. Roy-Karte. Ich wollte gerade... Oh. Warte! Mario, als wahrer König von Schere, Stein, Papier, gebührt diese Krone dir allein. Meister Schnuck ist von heute an im Ruhestand. Er war auch nur ein Tod. Was? Krass. Wer hätte das nur gedacht? Meister Schnuck war also in Wirklichkeit ein Tod? Naja, eigentlich habe ich mir das schon die ganze Zeit gedacht. Warte mal, fällt dir was auf, Mario? Es gab so viele Meister Schnucks. Tja, in jedem von uns steckt ein Meister Schnuck. Okay, das ist episch gemacht. Das ist so episch gemacht. Das ist so episch gemacht. Vor allem die Musik, aber das war schön. Also, ich meine, habe ich das jetzt auch auf 100%? Juhu. Ein Brief ist in Port Prisma angekommen. Juhu. Heißt, da geht es erstmal lang. Dann können wir auch die Karten wegbringen. Und dann, ja, haben wir es geschafft. Kommen nur noch Ausschnitte für 100%. Weil, muss ja. Ja. Aber jetzt ist da drüben der eine Ding auch voll. Der hier. Wie es sich gehört, finde ich. Aber ich habe hier einen Brief. Ah, das Ding ist immer noch. Hallo Mario, du kommst gerade recht, du hast Post. Zuerst einmal möchten wir dir für die großartigen Duelle danken. Noch nie sind wir auf einen derart geschickten Gegner wie dich getroffen, Mario. Und wir mögen zwar geschlagen sein, doch stimmt es uns glücklich zu wissen, dass ein neuer Schnick-Schnack-Schnuck-König regiert. Die Schnick-Schnack-Schnuck-Welt verlässt sich von nun an auf dich. Werde den Erwartungen gerecht. Lang lebe der König. Die Meister Schnuck. Ist schon schön irgendwie. Dann gebe ich noch hier mal die zwei Karten ab, die ich noch habe. Und zwar einmal die tatsächlich die Bowsers Festung. Tatsächlich, ich war verwundert, dass ich das heute gesehen habe. Ich habe die tatsächlich bekommen und das war nicht einfach nur Cutscene, lol. Und einen dann halt einmal noch, Roy. Der immer noch einen sehr interessanten Bossfight hatte. Muss ich tatsächlich sagen, also. Ich habe gehört, was du in der Festung des Schwarzen Bowsers vorgekommen warst. Mein Glückwunsch. Die Schallplatte aus der Festung wurde Audiotech hinzugefügt. Du warst in der Festung des Schwarzen Bowsers erfolgreich, nachdem du alle Level komplett eingefärbt hast. Daher haben wir die Audiothek eine Sonderplatte hinzufügen können. Und damit ist die Audiothek nun komplett. Ich danke dir. Mit deiner Hilfe werden wir es schaffen, das ganze Museum vollständig auszustatten. Nein. Also, wir haben hier einmal Roy und... Kann man denn zumindest sehen, was die... Das ist so irre. Theoretisch wird mir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Karten, Schergenkarten fehlen. Von vielen verschiedenen auch Farben von Shy Guys und so. Nein, hab keinen Bock. Da muss ich einfach nur sagen, nö. Aber ich will jetzt mal sehen, was für eine Sonderplatte wir haben. Hi. Spezial. Oh! Leitmotiv. Das ist die Musik aus dem Intro. Das ist, glaube ich, ist die erste Weltkarte. Da ist die zweite Karte. Der zweite Track. Schön, eigentlich. Weil dieser Teil gibt mir so Vibes zu Sticker Star, das erste Paper Mario, das ich gespielt habe. Deshalb, ja. Schön. Pirandolf? Ah, ja, true. Das waren immer die Story-Dinger. Das sind die Credits. Mann, ich habe jetzt Gänsehaut.
Also der Soundtrack ist schon geil, das muss man schon sagen. Muss ich schon sagen, also der Soundtrack von dem Spiel ist schon geil. Wirklich. Wow. Also wirklich krass. Nun, gehen wir erstmal zu den Fundorten, wo wir noch nicht waren. Wohin wir aber hin müssten mal. Um die Luigis zumindest noch zu finden. Und zwar einmal zum Kupfer Canyon. Weil ich glaube, da hatten wir das noch nicht. Ja, ich habe jetzt bei mir gerade eine Seite offen, dass ich gucken kann. Lol, da ist ein Block. Nice. Müsste eigentlich hier irgendwo sein. Glaube ich. Aha, da. Da ist das L. Und damit war ich mir ganz sicher, wir waren hier noch nicht. Hallo Luigi. Ich habe 300 Münzen bekommen. Und jetzt als nächstes geht's zum goldenen Kolosseum. Wo auch immer das war. Da. Gefunden. Ich versuche mal gucken. Wie viele Briefe von Luigi haben wir schon? Weil dementsprechend kann man nämlich auch gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Es gibt 7. Anscheinend. Also fehlen noch 2. Guti, guti. Rützelchen. Ich will nicht kämpfen, keine Sorge. Ich will da nur... Da drin ist nämlich auch in den obersten Dingern wohl irgendwo ein Luigi. Verlängerung? Oh Gott. Nö, danke. Wie wär's mal mit... Ihr wollt das wirklich? Ich geb euch einen Tipp. Wollt ihr nicht? Da habe ich schon.
Und da ist Luigi. Wie auch immer man drauf kommen soll. Nochmal 300 Münzen. Und das war's auch schon wieder. Oh. Nein! Ah! Ich fliehe. Zumindest versuche ich's. Danke. Fliederpark gleich, da auch. Komm, da auch. Die müssen das jetzt wahrscheinlich alle Luigis gewesen sein. Nehme ich mal an. Kann man aber auch gucken, wie viele Dinger habe ich jetzt. Cutouts. Immer noch nicht alle, aber 4% mehr. Juhu. Oh Mann. Erstmal Post. Etwas Post. Hallo, ich bin Luigi. Weißt du noch, wir haben uns schon vor dem Kindergarten gekannt. Ich wollte nur warnen, nimm dich vor dem schwarzen Schalker hin mit einer roten Masse nach. Der macht nichts als Ärger. Er ist der Ganovengeil. Er saugt die Farbe von Orten ab, die bereits wieder eingefärbt wurden. Sollst du einmal beginnen, halt ihn auf, bevor er so viel Farbe absaugt. Und jetzt noch einer. Hallo, großer Bruder, ich bin Luigi, dein Bruder mit dem Bart. Sind dir schon mal Gegner aufgefallen, die im Kampf ständig Selbstgespräche führen? Ja, manchmal reden sie auch über die Sachen, in denen sie nicht gut sind. Du weißt schon, Schwachstellen und so. Glaub mir, denn mit denen kenne ich mich gut aus. Du vergisst mich doch nicht, oder? Ich hab doch jetzt, glaube ich, also Moment mal. Also, ich habe jetzt... Na. Eins, zwei... Nein, ich wollte den Brief. 3, 4, 5, 6, 7. Ja. So. Nun. Ich muss tatsächlich erstmal hier eine Liste durchgucken. Das Ding hatte ich eigentlich auch. Ja, ich gucke hier gerade durch auf einer Webseite, wo halt alle Dinger sind. Echt keine Ahnung mehr. Fortune Island. Was war Fortune Island?
Ah, das war das Ding hier. Da gab's wohl noch Hammer und einen. Ja, doch, tatsächlich. Das Ding hatte ich wohl tatsächlich noch gar nicht. Ich glaube, das Ding hatte ich sogar tatsächlich nicht. Lol. Mal gucken, was hier für Karten drin sind. Oh. Einfach nur Hochhammer verschiedene. Oh! Ich glaube, ich brauche sogar einen davon. Noch. Never mind. Ihr habt Spaß, ne? Also im Volcano Area, wenn ich in der Parallelwelt bin. On the Rockcrawler after the Spear. Oh. Mal gucken, ob ich überhaupt noch finde. Lol. Ja, man sieht das. Mist. Ich glaube, jetzt muss ich hier rein. Nö, muss ich nicht. Stimmt, dann ging es hier unten runter. Da war ja vorher ein Rauch. Dass wir erstmal gesqueezed haben und dann muss ich in der echten Welt im Vulkan sein, um es auszuquetschen, um es halt zu nehmen. Oh. Juhu. Twitter, du nervst. Hör auf. Danke. Au. Springen will gelernt sein. Ja, da ist das Ding jetzt. Ah, okay. Und was ist da für eine Karte? Oh, wo ist das denn entsprungen? Das hatte ich aber, das hatte ich auch, das hier auch. Den Rest hatte ich eigentlich gemacht.
Sehr bewundert mich das. Mal gucken, wie wir jetzt damit stehen. Oh Mann. Fünf Prozent mehr. Oh Mann. Ja, das muss mal gucken. Inquired. Ich sortiere mir kurz mal das hier aus. Weiter geht's. Mit, ja, dem Ding. Vulkansehner. Ich habe jetzt hier eine Liste mit Sachen, die ich vielleicht noch nicht gemacht habe. Oh. Ich hole mir erstmal einen Köder. Wo war der Kobaltkeil? Ah. Da drüben. Ich habe auch das Gefühl, dass auch nur noch zwei Dinger fehlen. Hast mich nicht gesehen. Nee, nee, keine Sorge. Ich bin unsehbar. Viel Spaß euch. Da habe ich's. Die Map ist groß und man kann hier nicht rennen. Das Geilste hier, darf ich das Level jetzt auch wieder fast komplett durchspielen. Bist ein ganz braver Drache. So von Drache zu Drache. Machen wir mal vielleicht nicht. Okay, gut. Na, danke.
Okay, darauf habe ich hier wahrscheinlich echt nicht drauf geachtet. Knapp. Ja, ja. Ach, das mache ich mal einmal richtig. Ah. Na dann, mehr oder weniger richtig. Neue Karten, juhu. Hier soll man wohl auch noch eine drunter. Cool. Gut zu wissen. Dann nochmal. Na komm, speichern. Ich hab keinen Bock. Jetzt gleich. Boah, das ist böse versteckt. Das ist sehr böse versteckt. Boah, wie fies. Oh ja, gibt auch drei nette Karten. So, somit ist das Ding auch erledigt. Und jetzt ab in die Indigo-Grotten-Dinger, oder wie sie heißt. Indigo-Grotte, genau. Above the entrance to the Mini-Paint Star. Oh, die Indigo-Grotten, die waren scheiße. Das weiß ich noch. Tja.
Nee, ich glaube, ihr wollt das nicht. Aber immerhin nehme ich noch auf, glaube ich. Hoffe ich doch durch. In this third area. Das ist jetzt wahrscheinlich die zweite Area. Halt, stopp! Das habe ich aber gemacht gehabt. Mal gucken, wie es jetzt aussieht mit der Prozentzahl. Es fehlt einer. Ich glaube, ich weiß jetzt auch welcher. Train-Gedöns. In the area of the handcar, while standing on top of the stars, this spot can only be cut out after the Sunset Express has departed and while the crates have not been destroyed. Klingt nach Spaß. Dann war es wahrscheinlich der hier, den ich noch nicht hatte. Ich hoffe, dass es der war. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Ansonsten hätte ich nur noch das Ding im Zirkus. Und den habe ich ja eigentlich gemacht, da im Backroom. Deswegen, ja, mal gucken. Na? Wie sieht's aus? Haben wir's? Nö.
Ding habe ich hier doch gemacht. Eigentlich. Ich meine, es würde mich halt wirklich sehr wundern. Aha! Jetzt habe ich von denen allen. Alle. Dann. Würde ich sagen, mit diesem Bild hier im Hintergrund verabschiede ich mich jetzt von euch. Das war Paper Mario Color Splash zu fast 100%. Fällt ein, dass ich vielleicht noch ins Museum müsste. Das mache ich gerade mal schnell noch, während ich hier die Abfahrt mache. Ja. Ich fand das Spiel schön. 100% fucking nervig. Vor allem mit dem Museum heißt das, das mache ich halt deswegen nicht. Aber ja. Als nächstes, das war es halt auch wirklich jetzt mit diesem Let's Play. Nächste Woche Sonntag kommt dann irgendein anderes Projekt. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht, was. Schreibt in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Spielvorschläge habt, die ihr cool fändet. Mal gucken, vielleicht lässt sich dann da was machen. Weil ich, ja, weiß absolut nicht, was ich machen möchte. Es wird wahrscheinlich definitiv irgendwas kommen, aber muss halt schauen, erstmal was. Und ja, deswegen, um nicht das nächste Video zu verpassen, das nächste Projekt, gerne mal abonnieren, auch gerne ein Like da lassen und einen Kommentar schreiben, wie gesagt, halt, wie ihr das Projekt fandet, was das nächste Projekt sein könnte, vielleicht hat ja jemand Spielwünsche, Spielvorschläge, es gehen auch mehrere Kommentare, ich sehe gerne Kommentare, daher sage ich, das war's mit diesem Video, das war's mit diesem Projekt, dem Langzeitprojekt, war's ja schon fast. Und tschüss.